Also ich finde es wichtig, mich bildungspolitisch zu engagieren und unterstütze deswegen auch diese ÖH-Initiative, weil ich wirklich, wirklich daran glaube und wirklich davon überzeugt bin, dass Bildung und Kultur die wesentlichen Werte einer Gesellschaft sind. Dass das kurzsichtig ist, wenn man eben einer Gesellschaft Barrieren in den Weg stellt und dadurch eben, ja, es weniger Akademiker gibt, die Bildung dadurch eben einfach geschwächt wird. Ich finde das einfach scheiße. Also mein Wunschzettel an die Bundesregierung wäre ganz einfach, nicht immer so kurzfristig zu sehen, kurzfristig zu denken, sondern echt langfristig sich das Ganze anzusehen. Und wenn man auch andere Länder ansieht, also es würde immer dieses Beispiel Skandinavien hergenommen, die haben ja schon vor Jahrzehnten schon hier in die Bildungspolitik dermaßen investiert und jetzt stehen sie da, wo sie dastehen. Also ich sehe das einfach als eine ganz langfristige Geschichte, die man hier einfach ins Auge fassen muss.